So, liebe Leute, es ist Zeit, den Raps abzuschwören. Eine letzte Folge gibt es noch und heute gibt es den Asia-Rap. So, und wie es sich für einen asiatischen Rap gehört, haben wir natürlich erstmal einen Rap, das ist ja klar, aber wir haben auch eine schöne Asia-Soße. Das ist natürlich dann die Basis auf dem Rap, aber was kommt dann alles? Ach, ihr seht es schon vor mir, das ist unglaublich viel und unglaublich gut und unglaublich lecker. Es riecht auch schon fantastisch, weil ein Teil ist angedünstet. Ich habe hier zum Beispiel Weißkohl, der ist angedünstet, genau. Dann habe ich hier angedünstete rote Paprika, ich habe hier Möhrenchips. Die sind allerdings frisch, damit ein bisschen was Knackiges drin ist. Außerdem habe ich hier noch Frühlingszwiebel. Wir brauchen ein bisschen Cashewkerne, ungesalzen in dem Fall. Wir brauchen ein bisschen Koriander. Und wir haben hier schon angebratenes Hühnchenfleisch. So, damit habe ich eigentlich alle Zutaten genannt, oder? Check. Los geht's. So, ich warte auf das Ping. Ping. Da war es auch schon. So, der Wrap hat sich schon gehoben. Das ist für mich das Zeichen, mir die Finger zu verbrennen. So, was freue ich mich darauf, demnächst hier mit Brot zu arbeiten. Da verbrennt man sich nicht die Finger dran. Auf geht's, liebe Freunde. Hier ist auch schon die Asia-Soße. Da muss man nicht natürlich diese nehmen, sondern da kann man jede andere Asia... Das ist eine süß-saure Soße, klar. Sieht man ja auch. Und ich finde, die gehört einfach dazu. So, aber da die ist jetzt nicht sehr scharf, aber die ist sehr dominant im Geschmack. Deswegen mache ich die nicht so dick drauf, wie ich das bei den anderen Soßen gemacht habe. Das ist nur ein bisschen. So, jetzt haben wir natürlich keinen Salat wie bei den anderen Wraps. Jetzt haben wir hier aber diesen wunderbaren, schaut ihn euch an, er glänzt vor Freude, der Weißkohl. Ach, super. Und ich habe auch schon ölige Hände, so gehört sich das hervorragend. Hier kommt das Paprika. Außerdem, das ist schön bunt, oder? Ein Traum. Super, hier ist die Möhre. Die habe ich mit einem Sparschäler so dünn geraspelt im Grunde. Kann man natürlich auch anders machen, kann es natürlich auch mit dem Messer machen. Aber ich finde, das geht eigentlich am schnellsten, wenn die richtig schön fest sind, dann kann man die richtig schön mit dem Messer, mit dem Sparschäler eben schnell zipp, zipp, zipp. Das geht super, einfach, schnell. So, habe ich die hier eigentlich eben erwähnt? Ich glaube, ich habe die hier vorhin nicht erwähnt. Es tut mir leid, ich habe sie nicht erwähnt. Das sind Sojasprossenkeimlinge. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und das sieht doch jetzt schon super aus. Aber wir sind ja noch nicht fertig, denn hier kommt ja noch das Hähnchen. Und die Cashewkerne. So. Und bevor ich jetzt gleich eine Maulsperre kriege, würde ich behaupten, das sollte es gewesen sein. Moment, wir machen kurz den Klapptest. Oh, da geht noch was. Was nehmen wir denn noch? Hier noch so ein bisschen Paprika. Und ein bisschen hiervon. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Muss ja auch noch essbar bleiben. Wir rappen. Wir rollen nicht, wir rappen. Zack, ist das Ding fertig und oh mein Gott, es sieht nicht nur lecker aus, es riecht auch fantastisch und es muss genauso fantastisch schmecken. Oh, ich muss da jetzt reinbeißen, es tut mir leid, ich muss euch sofort verlassen. Nächste Woche geht es weiter, direkt mit Brote und ich kann euch versprechen, es wird einige sehr abgefahrene Rezepte in der nächsten Staffel von Brote geben. Unter anderem, das kann ich eigentlich schon mal verraten, unter anderem habe ich endlich eine richtig gute Möglichkeit gefunden, mit Balsamico-Perlen ein Brot zu machen. Das sind ganz, ganz kleine Perlen. Aceto di Balsamico. Super. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Damit geht es nächste Woche auch schon los mit der nächsten Staffel. Und die Reihe der Rezepte ist schon wieder unendlich lang. Manchmal denke ich, mir fällt nichts mehr ein und dann fallen mir 10.000 Sachen ein. Freut euch drauf, nächste Woche geht's weiter. Jetzt geht's erstmal hier für mich mit dem Rap weiter. Macht es nach und sagt mir in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Also, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.